Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon 2 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, da waren schon wieder einige News, die da reinfliegen. Hier bei uns in unserem wunderschönen Geschäft, welches jetzt natürlich nochmal richtig aufblüht, weil der, ja sagen wir mal, etwas negative Einfluss des Marktes aufgehört hat. Das große Buddeln Remastered ist jetzt, oh, eine Abrechnung, ist ein bisschen Geld. Oh, ein neuer Sound, oder? Kann das sein? Electric Arts hat das Spiel Red Scrolls 2 Add-on Dynal Engine lizenziert. Die Abrechnung wurde übermittelt. 21 Wochen im Verkauf, 111 verkaufte Einheiten, 1000 natürlich. Ganze 668.000 Umsatz haben sie damit gemacht. 60, mein Gott. Beteiligt 8%, macht 48 Cent pro Kopie, sind wir bei 53.000 Dollar. Sehr schön. Haben wir wenigstens ein bisschen Gehalt schon wieder drin. Oder ein bisschen Wohnungsmiete. So. Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass wir diese Räume nicht einfach so sinnlos verschieben können, was mich natürlich immer noch ärgert, aber gut, was willst du machen? Das Leben ist hart für die Dame mit Bart. Hat da mal irgendein kluger Mensch gesagt, ich weiß nicht wer, weiß auch nicht. Goldene Schallplatte für Tekken 2 erhalten, sehr schön, also da haben wir 1 Million verkaufte Einheiten. So, hier werden moderne Vector 3D-Grafiken sozusagen erforscht, die Jungs haben alle nichts zu tun. Ich weiß noch nicht. Kam mit deiner Auftragsarbeit? Oh ja, da haben wir mehrere. Warte mal, das sind Auftragsspiele. Abgabetermin 47 Wochen, Mindestbewertung, Bonuszahlung 30%. Wir müssen ein 30%iges Spiel für den PC machen? In 47 Wochen und würden dann 300.000 dafür kriegen. Was ist denn das für ein Quatsch? Nein. So, und dann gehen wir doch hier hin. Machen wir das mal schnell. So, hast du vielleicht auch noch eine kleine Auftragsarbeit? Bitte schön. Und du? Nein. Und du? Und gut. Okay. So, die Forschung ist gleich fertig. Dann können wir neue Engines machen. Wenn wir denn soweit sind. Und wir können hier aber... Oh, es sind 14 neue Themen dazugekommen. Interessant, interessant. Aber auch ein Gameplay-Feature. Ein LAN-Multiplayer. Und das ist natürlich ein Feature, was immer sehr, sehr gerne genommen wird. Egal bei welchem Spiel, hat es Multiplayer, ist es besser. Oder nicht? Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Also ich finde Multiplayer... Oh Mensch, die große Zeit. Na doch, 90. Na, 90 war das noch gar nicht. Bei mir... Da habe ich noch gar nicht so viel mit dem PC gemacht. Da war ich gerade 9. Da hat mich das noch nicht so sehr getriggert. Oder beziehungsweise habe ich da noch nicht so viel gemacht. Engines entwickeln, Engine updaten. Wir haben das Sportspiel aktuell drin. Wir haben hier das große Buddeln Remastered, was nicht so doll sein wird. Wir können mal ganz kurz gucken. Trend hält noch 34 Wochen. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, ein Spiel zu machen für den Trend Adventure und Pilze. Adventure mit Pilzen. Na gut. Okay. Dann werden wir jetzt mal die Engine updaten. Und zwar werden wir unser Adventure Update 84. Hier, diese nehmen wir. Und ist das wirklich die letzte? Warte mal. Technologiestufe. Engine Features. Na gut, das sagt mir auch nicht viel aus, ne? Adventure 84 ist das letzte Mal, dass ich da ein Adventure gemacht habe. Okay. Dann müssen wir da natürlich ein bisschen was reinbuttern. Dann nehmen wir natürlich auch 8% dafür, das ist kein Problem. Und wir nennen die ganze denn hier Advent 90 für den PC, natürlich ohne Plus. Haken dran. Und ab geht es. So. Die arbeiten da dran, die unterstützen dabei, das ist schon mal ganz gut. Weil dann würde ich wirklich, dann können wir ja wieder Adventure machen. Haben wir ja schon einige gemacht und da sind wir sicherlich dann auch schon ganz gut unterwegs. Neue Plattform erhältlich, GeoReo, sagt mir gar nichts. Und eine ist abgekündigt, aber da habe ich jetzt nicht so schnell lesen können. Also die Nachrichten könnten noch ein bisschen länger da drin sein. Oder kann man sich dann Nachrichten, Log kann man sich bestimmt angucken, oder? Gibt garantiert einen Log irgendwo. Infos und History. Nee, Marktanalyse. Mad Games Awards, Auszeichnung. Hier sieht man übrigens, welche Auszeichnung ich da schon gekriegt habe. 14 Hits haben wir schon gemacht. Den war aber schon Entwickler des Jahres. 5 goldene Schallplatten, immerhin. Trash und schlechtes Spiel des Jahres hatten wir noch nicht. Aber, wie gesagt, dieses Spiel hier wird uns jetzt nicht unbedingt in den absoluten Reichtum führen. Das große Buddeln Remastered, da müssen wir natürlich mal gucken, dass wir dann ein anderes, ein 90%iges Spiel mal remastern oder so.
Das könnte dann eher was für uns sein. So, ein Genre kann man noch freischalten, einen interaktiven Film. Immer her damit, lass die da mal forschen. Da sind die erstmal ganz gut beschäftigt. Was war das jetzt hier? Das ist Klingeln. Weiß ich nicht. Gibt es eine Auftragsarbeit? Nee. Wir haben, ach, hier unten gibt es ja auch Anzahl der Auftragsspiele, Antrag der Auftragsarbeiten. Entwicklung 2, Produktion 1. Okay, haben wir beides nicht. Gerade frei, weil die Entwicklung macht hier nämlich die Adventure Engine. Der Kundensupport ist auch durch, sehr gut. Wir sind noch relativ hoch verkauft, ne? 32.000, das ist schon ganz gut. Was ist denn nicht? Kriegt man bei 2 Millionen Doppeldings oder ist denn dann Platin? Aber Platin ist glaube ich für 5 Millionen erst, ne? So, da hat wieder jemand meine Engine genommen, das ist schon mal ganz gut. Wir müssen sowieso die ganzen Engines irgendwann nochmal ein bisschen auf Anhieb bringen. Eigentlich hatte ich ja vor, spezialisierte Engines zu machen, also eine 2er-Stufe, eine 3er-Stufe, aber ich glaube, der Wildwuchs an Engines ist eh schon viel zu groß. Neue Forschung fortgeschritten bei 16-Bit-Sound, schade. Den haben wir natürlich jetzt nicht mehr im Adventure drin. Wobei Sound beim Adventure für mich persönlich auch viel ausmacht. Das muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wir können auch mal einen interaktiven Film probieren, aber ich glaube, nee, weiß ich nicht. Haben muss. So, großer Bullen remastered. Hat jetzt nochmal irgendwie einen Boost gekriegt hier. Haben sich nochmal Leute für interessiert? Macht nix. Ist ja nicht mal das Schlimme. So, jetzt ist das fertig. So, jetzt machen wir uns ein Adventure. Und zwar. Ganz stark davon aus, dass ich schon mal eins gemacht habe. Spiel entwickeln. Wir machen ein neues Spiel und nehmen hier 40 Features. Können wir maximal reinnehmen. Ich glaube, die brauchen wir. Teenager. Standardspiel, ja. Jade Ramone, der bleibt dann noch erstmal. Hauptgenre wird sein ein Adventure. Haben wir gar nicht so viele gemacht. 2 Stück nur. Nehmen wir denn ein Action-Adventure, würde ich sagen. Das geht, glaube ich, immer ganz gut beieinander. Action ist nächste Saison auch noch nicht daneben. Hauptthema würde ich jetzt so beim Adventure erstmal sagen. Haustiere ging nicht so. Wieso denn Pilze? Wie wollen wir denn Pilze damit unterbringen? Nebenthema. Habe ich Pilze überhaupt schon? Bei Pewi. Puzzle. Piraten, Pilze. Hätte ich sogar. Einen Piraten, Pilze. Was kann man denn. Die Piratenpilze. The Golden Mushroom. Ah, aber ein Adventure mit einem Pilz drin. Also gut, ich meine, ja. Ein Adventure, ein schönes Adventure. Parallelwelten ist beim Adventure eigentlich immer ganz gut. Und dann kann man halt einbauen, dass dann Pilze noch dazukommen. Das wird ja natürlich nicht passen, aber es ist mir egal. Es liegt im Trend, deswegen nehmen wir es mit. Dann kann man den. Mit dem Pilz kommt man in die Parallelwelt. Das ist irgendwie. Das ist, glaube ich, das passt schon mal ganz gut. Der Pilz ist das Ziel. Das Pilz. Nee, das wird ja mit S geschrieben. Also nicht das, sondern das Pilz, was ich meinte. Pilze aus Pilsen. Nee, das ist auch blöd. Was kann man denn noch nehmen? World of Mushrooms. Nee, das klingt. Ach, Mann. Der Pilzesammler. In Parallelwelten kann er Pilze sammeln. Pilzesammler. Das ist doch mal ein Spieltitel. Das ist ja schon. Da schlägt mir ja schon ein, wenn man den liest. Na gut, egal. Wir gucken mal, ob wir das ein bisschen spannender hinkriegen. So. Das zu dem. Eine Engine wollen wir natürlich nehmen. Unsere Adventure Engine. Na, wollen wir natürlich hauptsächlich für den PC entwickeln. Ein bisschen Amigo geht auch. Ja, Mac nehmen wir noch rein. Und nehmen wir hier den Katari noch rein. Was gibt's denn noch Schönes? 0,2, 0,7, 4,1, aber der hat die Tech-Stufe nicht. 2% Sega Mega Deck. Sega Mega Deck? Ich hab meinen Kumpel besessen, Mega Drive. Das war
Sonic gespielt, bis zum Umfallen. So, mit moderne 3D-Vektorgrafiken, obwohl das weiß ich nicht, ob das mit Adventure ist ja eigentlich, naja gut, kann man erstmal machen, alle Sprachen aktivieren. Anti-Cheat-Software gibt's keine, brauche ich ja nicht, oder? Anti-Cheat-Software entwerfen. Veraltete Engines entwerfen. Gerne, also. Kaufen. Game Eye Version 1.0. Komm rein. So, Kopierschutz gibt's einen neuen. Nee, gut. So, oh, das ist auch neu. Oh. Oh. Das ist komplett neu. Na gut, okay, dann nehmen wir erstmal einen Spielbericht von einem Adventure, wie zum Beispiel Edna bricht aus. Sehr gut. 40, 30, 15, 15. Okay. Action geht beim Third Person. Der Film Action geht dann gar nicht so. Okay. Wir müssen mal ganz vorne. Plattformer würde gehen. War mit dabei. Geschick war mit dabei, ne? Und nochmal. Er bricht aus. Linksspiel ist mit dabei. Plattformer. Ja, nehmen wir Linksspiel mit dazu. Ist ja nicht weiter schlimm. So. Okay, dann war's 40, 15, 15. Was ist das denn hier drauf? Wenn ich das richtig jetzt noch im Kopf habe. 40, 30, 15, 15. Okay, Geist aber schon mal ganz gut. Ja, Zugänglichkeit, aber. Vorgamer, explizite Inhalte, jugendfrei. Ah, das ist noch nicht so doll geworden, okay. Kann ich nicht übernehmen? Fanbriefe, Review, Beschreibung, Multiplattform-Spiel. Yeah. Ich kann jetzt hier nicht sagen übernehmen, ne? Weil die alten Werte natürlich nicht da sind. Okay. Also, Spiellänge ist auf jeden Fall wichtig. Ah, guck mal hier, minus 3. Also man kann... Ah, okay. Ah, so ist das jetzt, okay. Zugänglichkeit. Innovativ. Charakterdesign ist eigentlich nicht so wichtig. Leveldesign schon. Missionsdesign nicht so unbedingt. Die Story ist wichtig. Würde ich sagen. Eigentlich ist die Spieltiefe auch zu wichtig, ne? Da kann man ja jetzt so viele Sachen einstellen, ne? Tolle Wurst. So. Gehen wir mal in die Richtung. Dann gehen wir auch hier in die Richtung Core Gamer. Und machen das mal durchaus schwierig. Das wird ja hart. Okay, das könnte jetzt natürlich interessant werden. Ich weiß nicht, ob ich mit einer Marktanalyse nochmal an die Daten für die anderen Spiele komme. Wahrscheinlich nicht, aber dafür haben wir das Wissen jetzt komplett verloren. Okay, das ist also, naja gut, okay, ist ein harter Bruch, aber wir haben genügend Kapital quasi, dass wir hier vielleicht eventuell immer mal eine Remastered-Version oder einen Nachfolger von irgendwas machen und dann könnten wir das Geld wieder reinkriegen. Ach, du ahnst es nicht. Also es gibt jede Menge Patches, das kann man auf jeden Fall sagen. Die kamen in einer Tour immer dazu. 31 Features hätten wir, ja okay, machen wir so. Passt schon. So, das lassen wir auch so, naja. Kann ich hier noch mehr als 100% einstellen? Nein, schade. Gut, hätte ich sonst gemacht. Tja, Haken dran. Und dann gucken wir mal, dass hier die Jungs quasi abbrechen. Die Jungs machen Bugfixing dafür. Die Jungs machen Gameplay-Verbesserung. Alle aktivieren dafür. Die Jungs machen hochwertige Sounds. Alle aktivieren dafür. Eine Pizza. Titel.
Auftragsarbeit, nein, hochwertige Grafiken dafür. Ah, das wird natürlich jetzt, das wird wirklich interessant, ne? Ach Mensch, du, ne, das kann ja noch weiter werden. Ja, mal gucken, was wir da jetzt rauskriegen am Ende des Tages. Abrechnung, Simulator. Achso, da kriegen wir 40.000, okay. Ist okay. Nicht schlecht. Also noch haben wir ja ein gutes Spiel hier oben, aber das ist natürlich alles noch mit den alten Treppen erstellt. 13 Millionen Umsatz gesamt, 9 Millionen. Hammermäßig. Also das kann uns jetzt erstmal ein bisschen so das Genick brechen. Da müssen wir vielleicht eventuell noch ein paar Informationen wieder sammeln für alle Spiele, damit wir wissen, wie es richtig geht. Bitte schreibt es mir nicht drunter, was richtig gut geht. Oh, der Pilz ist aber durch ein Virus sind einige der Grafikdateien für das aktuelle Spiel gelöscht worden. Der Grafiker versucht nun, den Verlust auszugleichen. Minus 19 bei der Grafik. Na, das ist natürlich schade. Oh, sehr viel Wert auf die Grafik liegt. Bei den Adventure-Spielen. Also das kann natürlich, oh, das könnte jetzt so unsere Firma nochmal ins Wanken bringen, aber naja, Gott, wir haben 50 Millionen Rücklagen. Ich denke, wenn ich dann ein Remaster von Tekken 2 mache oder einen neuer Konkurrent, Sunglass Studios. Oh, wie hießen die denn richtig? Die gab's wirklich. Irgendwas mit Sun davor. Und den hatte ich auch Spiele, Sunflowers. Das könnte Sunflowers gewesen sein? Sunflowers hat auch damals eine richtig schöne Wirtschaftssimulation gemacht. Aber welches Spiel habe ich denn von Sunflowers immer so viel gespielt? Ich weiß noch von SCC oder SII? SII hießen die, glaube ich. SCI? Ach, keine Ahnung, wie hießen die denn? Die Imperialismus gemacht haben? Pilzesammler. Einer deiner Programmierer möchte Mitarbeiter des Monats werden und hat in der Nachtschicht eingelegt. Das Resultat ein deutlich gesteigerte Performance des Spiels. Der Typ, der kriegt eine kleine Statue an die Wand. Na klar. Den hänge ich die goldene Schallplatte um den Hals. So. Die Marketing-Leute frieren ein bisschen. Spezialmarketing. Der Pilzesammler. Ja. Nach Release des Spiels Demo veröffentlichen. Mal gucken, ob die eine Demo dafür veröffentlichen, bevor das Spiel fertig ist, aber ich denke ja. Und eine Vorabversion für die Presse können wir natürlich auch rausgeben. Das produziert ja auch einen Hype. Wenn Leute schon mal reingucken können. Irgendwas war jetzt gerade negativ. Dieses Geräusch war nicht so gut. Wie lange hält der Trend noch? 23 Wochen. Na gut, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit zu entwickeln hier. Da sind noch 3 Punkte offen. Hier sind noch 3 Punkte. 3 Punkte. Und hier noch 2 Punkte. Dann wird gearbeitet. Das ist egal, das kriegen wir dann beim Polishing, kriegen wir das schon mit unter. So, der interaktive Film ist gleich durchgeforscht. So, ihr habt hier das fertig. Spezialmarketing für der Pilzsammler. Überhype erzeugen. Das ist nicht so gut. Vorabversion für die Presse machen wir auf jeden Fall. Wenn wir noch ein bisschen Hype reinkriegen, dann machen wir natürlich hier jetzt einen großen Messestand. Und werden dann hier mal für alle Spiele sozusagen nochmal ein bisschen Hype generieren. Oh, 6000 neue Fans dazu. Das ist schon mal sehr gut. Pilzsammler plus 10 Hype gekriegt für Spezialmarketing. Die Beta-Demo. Ah ja, okay. Sehr schön. Das heißt, wir haben schon 38%, 38 Hype-Punkte draufgebracht. Und überhypen will ich so ein Spiel eigentlich nie, weil ich das selber nicht mag, wenn so ein Spiel überhypt wird. Es gibt ja immer wieder Spiele, wo von Anfang an gesagt wird, boah, das wird das Spiel des Jahrhunderts, des Jahrzehnts, und dann hast du es und es ist eigentlich wirklich gut. Ja? Also, mir fällt da jetzt ein aktuelles Beispiel, ist für mich doch Cyberpunk. Das Spiel an sich ist eigentlich richtig gut, aber der Hype, der da vorher drum gemacht wurde, hat die Erwartung so verdammt hochgeschraubt, dass das nicht zu erfüllen war. Dass das einfach nicht zu erfüllen war. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Aber gut, das wird zu machen. So ist es halt. So, der Pilzesammler hat 31 Bugs hinzugekriegt. Ei, die wird's gar. Na, da können sie aber noch ein bisschen Bugs dann rausprogrammieren. Naja gut, aber wir haben ja noch Zeit. So ist es nicht. So, was macht ihr denn da jetzt eigentlich? Achso, ihr macht dann noch den... Kann ich nicht hier irgendwas machen? Nee, Aufenthaltsraum kann ich... Titeln oder die? Ach, ich kann dem Raum einen Namen geben. Das ist schön. Also wenn ich jetzt den Raum noch der Pilze zusammengebe, das könnte für die Qualität des Kühlschranks dann... Na, ist egal.
ein, aber also das fand ich damals wirklich überhyped, ne? Entwicklung fortsetzen, bitte. Wir müssen die Bugs noch rausgehen. 72 Bugs sind eindeutig 72 zu viele. So. Spezialmarketing für das. Da kann ich nichts machen. Das große Buddeln remastered. Dieser Videos faken, das ist ja Quatsch. Die Presse hat eine Vorab-Version des Spiels ausführlich getestet und sämtliche Previews würden das Spiel gelobt. Wir können davon ausgehen, dass sich das Ergebnis positiv auf die endgültige Bewertung auswirkt. Plus 3%. Okay, also das hat schon mal geholfen. Gut, wir sind hier aber noch fleißig dabei, ne? Oh, hier sind noch richtig viele Sachen zu machen. Bei den Grafikern, die müssen noch richtig viel und die Soundleute müssen auch noch sehr viele Sachen machen. Die Soundleute so langsam. Ich glaube, ich muss wirklich ein Schulungszentrum bauen. Euer Konkurrent Group 18. Hm, weiß nicht, was das ist. Egal. Polishing läuft. So, warum ist euch eigentlich so kalt hier hinten? Wer friert denn da? Du frierst, okay. Dann kann ich dir immer Gegenstände geben, oder? Automatisch Gegenstände? Nee. Raum umbinden? Nee. Nee, hier muss mal. Haken dran. Ich kann noch eine Heizung rein. Frisst mir nämlich nicht mehr weg hier. So, Marketingkampagne für ein Spiel. Maximal 40 Punkte. Zeitschriften. Viele Zeitschriften. Maximal 25. Nee, den Hype habe ich überall. Checken ist 99, das ist 44. Halbe Million will ich dafür nicht ausgeben. Diese Kleinigkeiten, okay, das sehe ich ein. Ich will Checken jetzt noch eine Demo rausbringen. Ah, die nicht, ne? 1,5 Millionen verkaufte. Steve Plogges. Steve Plogges. Und was ist der? Arbeitsmarkt. Bewerbungen nach. Halt. Designer. Ah, okay. Ja, jetzt darf mir nichts. Die Flock ist davon überhaupt nichts. So, der Pilzesammler hier dann noch zu tun. Da wird schon Polishing betrieben. Also, Bugs sind alle raus. Ja, da musst du Polishing, weil die sind ja auch noch nicht fertig hier unten. Unterstützen. Okay. Gut. Aber wir werden den Pilzesammler in der nächsten Folge rausbringen. Alles andere schaffen wir leider nicht. Lenkrad-Support aus meinem Pilzesammler wäre das auch natürlich sehr wichtig gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Der Patch hat einige Neuerungen gebracht und die könnten nochmal interessant werden. Also da könnte noch mal ein bisschen, das könnte sich das Spiel nochmal sehr verändern dabei. Ich finde es sehr schön, dass so viele neue Inhalte und Patches in so kurzer Reihenfolge kommen. Also da ein großes Lob an Eggcode, dass sie das so richtig gut hinkriegen und dass sie da wirklich sehr, sehr, sehr schöne Features oder sich zumindest, also es, sagen wir mal, sie geben sich Mühe, also sie waren stets bemüht, hier an der Stelle das Spiel war besser. So, wir werden gucken, wie es sich einfügt und wie gut es wird und wie gut es läuft, aber bis jetzt bin ich erstmal der Meinung, haben wir hier ganz gute Möglichkeiten hier. Oder die bekommen ganz gute Möglichkeiten geboten. Ich will das jetzt eigentlich noch so ein bisschen dusselig in die Länge ziehen, bis die hier mit allem fertig sind, ne? Wenn ich das mal jetzt ganz kurz nochmal so sagen darf. Da werden wir jetzt ein paar Themen erforschen. Adelshäuser, Angeln, Apokalypse, Bergbau, Expedition. Oh, da können wir so schöne Wirtschaftssimulationen machen. Ah, da hier, Crusader Kings 3, Adelshäuser, ne? Globalstrategie und sowas. Oh. Da geht so vieles. Los, komm, ihr schafft es noch. Da seid ihr fertig. Gleich seid ihr fertig. Dann bringen wir das Spiel noch raus in dieser Folge. Mein Gott, was soll der Geiz? Wir übergeben das Spiel Entwicklung abschließen. Chaitu gibt überall ein paar Punkte rein. Okay, das ist schon mal ganz gut. Im Genre sind wir da ein bisschen was. Rating 12 Jahre alt. Und wir haben immerhin einen Hit geschafft. 83%. Hätte ich jetzt fast nicht erwartet beim Gameplay, sind aber wirklich Abstriche zu machen. Wir kriegen es wieder über Grafik, Sound und Steuerung, weil wir da immer sehr gut bei der Forschung sind und sehr nah dran sind am Mann, beziehungsweise an den Leuten. So, nee, da wollte ich jetzt nicht draufklicken. Das geht noch 11 Wochen. In 11 Wochen ist der Pilzsammler dann auch voll im Trend. Und Simulation, Disk. Ach ja, guck mal, da gibt es 266.000. Das ist voll. Gar nicht so schlecht, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Und jetzt muss ich hier mal einen Spielbericht erstellen. Das würde ich jetzt mal ganz kurz nochmal Spielbericht erstellen. Für den Pilzsammler. Ihr werdet mal
unterstützen da. Dann sollte das relativ schnell gehen, dass der Spielbericht noch da ist. Dann gucken wir uns den noch an, ob wir da irgendwelche Sachen wirklich getroffen haben, wo wir nah dran sind, wo wir vielleicht eventuell noch Punkte brauchen. Einfach nur zur Sicherheit. 15.000 verkaufte Einheiten in der ersten Woche sind schon mal ganz okay. So, und dann können wir uns jetzt hier Spielbericht ansehen. Und zwar nach Erscheinungsdatum der Pilzsammler 83%. Also wir haben nichts getroffen, außer das haben wir getroffen. Einfach und schwierig. Wir müssen uns dann natürlich dann mal darauf orientieren, was wir denn alles an Nachrichten kriegen für dieses Adventure. Generell Pilze passt natürlich nicht, aber weil es in den Trend kommt, deswegen haben wir den Pilzesammler gemacht. Gibt solche und solche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.